das ist auch so, so Amerika. Hm, wir kriegen die Ingredients für unser tolles Gift nicht mehr. Was machen wir jetzt? Wir mischen uns einfach selber was. Nehmen ein bisschen Saft hier und ein bisschen Rattengift da. Und dann funktioniert das schon irgendwie. Flup, eingespritzt. Oh, vor allem, dann warten sie. Ist er schon tot? Nein. Ist er schon tot? Nein. Ist er schon tot? Nein. Zwei Wochen später, ist er schon tot? Ja, er ist tot. Oh, wir haben festgestellt, irgendwie ist er noch nicht sofort gestorben. Er ist verhungert. Er ist verhungert. Oh Mann. Leider Gottes mussten wir aber feststellen, das Gift hat tatsächlich, das Gift ist ziemlich gut im Schmerzen bereiten. Zumindest haben wir das herausgefunden. Und das ist auch so amerikanische Wissenschaft in a nutshell. Oh Mann. So, ja, wir müssen unbedingt jetzt irgendwas entwickeln. Die Deutschen sind so viel klüger als wir machen jetzt auch irgendwas Cooles. Und dann, wir entwickeln irgendwie so Highspeed-Roboter für Autobau. Und was machen die? Die haben da so einen Multifunktionsbesen entwickelt oder sowas. Frag mal die von der Leyen, wie scheiße denn das G36 ist. Oh Gott. Das ist eine... Es war die lächerlichste Diskussion, die ich seit langem so, weißt du, erstmal, ich finde, die ist eine der furchtbarsten Politikerinnen, die wir so haben. Ja, meine ganz persönliche Meinung, aber ganz davon abgesehen, fand ich es gut, dass sie so mal ein bisschen aufgedeckt hat, dass die Bundeswehr eigentlich, was die Maschinerie angeht, irgendwie ziemlich viel Kacke gebaut hat. Und auch davor. Die Drohne, toll, wir entwickeln eine super teure Drohne und dann funktioniert sie nicht richtig und shit. Und im Endeffekt einfach Epic gefailed ist. Und dann kommt so eine dumme Diskussion, das G36 überhitzt da und da. Und dann so, ja, ihr benutzt das seit wie lange? Und ne, Heckler und Koch ist einer der besten, größten Waffenproduzenten der ganzen Welt. Ja, scheiß drauf, das G36 ist kacke. Ja, so. es ist einfach so, es gibt so einen Haufen Kritiker, das ist, die stecke ich in die gleiche Schublade wie Paparazzi und Journalisten, sind Hobbykritiker, die während ihrer Versammlung der Fliesentischbesitzer da an ihrem Fliesentisch sitzen und sich überlegen, wie können wir heute der Bundeswehr etwas auswischen? Das mit der Drohne hatten wir schon. Okay. Läuft noch irgendwas falsch? Hey Frank, geh mal die Akten durch. Sieht alles ziemlich sauber aus. Da müssen wir irgendwas erfinden. Ihre Standardwaffe ist kaputt. Ja, sie ist total scheiße. Schaut euch sie doch mal an. Das Ding kann ja nur schief schießen. Ah, Gott. Ja, und dann geht das wieder los. Und dann weiß ich auch nicht, was los ist. Dann kommt von der Leyen und sagt, ja, irgendwie stimmt das ja schon. Und, weil die beugt sich dann immer sofort diesen Kritikern. Und dann kommt endlich die wichtige Person aus dem Schatten heraus und haut mal richtig auf den Tisch. Und das ist Heckler und Koch und sagt, wie behindert die Leute doch sein können und ihr Produkt fertig machen, das eigentlich tadellos ist. Was es ja auch ist. Ich meine, Metall verformt sich nun mal bei Hitze. Und das ja, ist überall eine, so. Das G36 ist eine der besten Waffen, die es so gibt halt einfach. So. Und ja, es ist einfach ohne vernünftigen Grund irgendwelche sinnlosen Argumente in den Raum geworfen, dass das G36 tatsächlich ein Problem hat, das jede andere Waffe auf dem Planeten auch hat. Ja. Und zwar, dass es bei Hitze etwas an Zielgenauigkeit verliert. Und zwar auch noch nicht mal wirklich merkbar, wenn du dann im Einsatz bist. Weil, ja, nee, das ist Bullshit. Na ey, gut, man muss aber auch der von der Leyen zugutehalten, dass sie halt auch in gewisser Weise da natürlich auch unter Druck steht, weil sie halt eine Frau ist, die jetzt da bei der Bundeswehr ist, seit die erste, glaube ich, gell? Ja. Und da halt dann auch irgendwie... jetzt da halt so das Vorzeigemodell in gewisser Weise spielen muss. Ja, aber das ist für mich kein Argument, weil ich sie als Familienministerin und das ist ja angeblich der geborene für eine Frau gemachte Job oder so ein Scheiß, war sie auch nicht so toll. Und die geht mir auch einfach privat ein bisschen auf den Keks. Weil dann immer so privat? Also privat so, hängt sie immer bei Psycho ja, so zu Hause rum und nervt. Nein, was willst du hier schon wieder? Sitzt in der Küche und allein, geh weg. Von ihrer Art ist so. Und dann so halt, ja. Wie viele Kinder hat sie? 6 oder 7? Und so, ja, bin ja auch noch Politikerin und shit und bla und bla. Und Familie ist wichtig und.
Ah. Ja. Aber ganz ehrlich, ich wünsche niemanden auf dieser Welt den Job des Verteidigungsministers von Deutschland. Es ist nämlich der schlimmste Job aller Zeiten. Ja. Weil du kannst nichts richtig machen. Von jeder Ecke wird dir gesagt, wie scheiße du bist, auch wenn du die Mühe gibst. Du kriegst aber kein das Budget. Ist eh, das, du bist die ganze Zeit. Wenn du Politiker bist, ist das eh immer so. Ja, aber da, bei dir, da ist es halt nochmal extrem. Weil da gibt's, da ist die Bevölkerung an sich halt auch nochmal so hart gespalten. Irgendwie. Und dann gibt's halt immer so diese was ich sagen will. Ey, ich will nicht wissen, wie es dem Schäuble momentan geht. Ja, so richtig. Das machst du voll gut. Und dann sagen die anderen wieder, boah, nee, lass die Scheiße. Und von allen Seiten wird der beballert. Ja, gut. Und muss trotzdem halt eine Entscheidung machen. Aber der Schäuble also, muss ja hauptsächlich ist, einfach so nur wirtschaftlich handeln. Das ist ja so sein Hauptgrund und natürlich auch noch Zukunft. Ja, momentan ziemlich schwierig. Ja. Weil Schäuble schwierig. Ist so ein Typ, glaube ich. Aber da ist er nicht so darauf angewiesen, dass die ganze Zeit mit ihm fertig ist. Also, da kann er eigentlich ziemlich nicht. Ja, doch, weil. Schäuble ist, glaube ich, so wie er rüberkommt, so ein Typ, der sitzt in seinem Rollstuhl. Und dann fliegt von oben immer diese Sonnenbrille rein und dann steht unten immer Fuck Life. weil er einfach immer genau das sagt, was er denkt. Und es ist die sitzen da in ihrem EU-Kongress und da steht ein riesiger Elefant im Raum. So, und keiner traut sich zu sagen: Hey, da steht ein Elefant im Raum. Dieser Elefant ist, wirklich, ist hey, Elefant Griechenland drauf. Ist im Arsch, wir müssen Griechenland loswerden, sonst haben wir verdammt die Arschkarte gezogen. Und Schäuble sitzt da so, okay, alle Hoffnung ist verloren, Grexit. Und dann kommt die Sonnenbrille, deal with it. Oh Mann. Naja, keine Ahnung, aber ich halt Verteidigungsminister ist halt insofern zu schwer, weil du erstens, du kriegst von deinem, du hast keine Basis, auf der du operieren kannst, weil das Verteidigungsbudget einfach nicht ausreichend ist. Zweitens erbst du dann auch die ganze Scheiße, die davor, also es wird dann immer irgendwas angefangen, nur um dann wieder verworfen zu werden. Und alles so halbgar, dass du dann auch noch alles erbst, diese ganzen Scheißprojekte, die hinten und vorne nicht klappen. Und du wirst dann auch wieder noch random irgendwas rauskritisiert. Ja, also es ist... Ja gut, aber... Ich hab's vergessen, also, mach weiter. Man sagt, da ist ja alles auch wieder historisch bedingt. Ja, dass, und zwar die Bundeswehr halt am Arsch ist, weil Deutschland. Weil Deutschland, das ist ein ziemlich guter Grund. Vor allem ja, so. Von der Leyen hat dann angefangen, okay, hier der de Maizière hat's verkackt mit der Drohne und so und irgendwie, okay, machen wir was anderes. Und dann geht sie hin und versucht den Soldaten so ein bisschen besseres Leben zu machen. Und sagt, gut, wir bauen Kitas in den Kasernen, damit Soldaten die Kinder haben. Und so, Ministerin. So, ja. Kann man so sehen, aber damit die Familienväter, die dort arbeiten, es so ein bisschen einfacher haben. Weil sonst sind sie halt immer weg und sehen ihre Kinder nicht. Und das Prinzip ist ja eigentlich ziemlich gut. Ich meine, gut, die Leute kriegen ihre Kinder zu sehen und dies und das. So, und dann wird von draußen gesagt, was ist denn das für ein Bullshit? Das ist eine Armee und da arbeiten nur Männer. Was? Wo? Dieses Argument hat keinerlei... Grundfeste. Nein, Frauen kriegen ja, das habe ich nämlich als so Typen da waren und die mich und halt auch andere dann zum Bund anwerben wollten. Kommt zum Bund, ist voll geil da. Finanziert und shit. Und dann haben die zu den Frauen gesagt, ja, hey, ihr kriegt sogar Geld, um euch Schuhe und Handtaschen zu kaufen. Und das war dann so für mich das Argument. Ja, ihr müsst echt die Frauenquote hochtreiben. Ist auch wirklich hart. Ja. Die Werbekampagne ist... Naja, so ein bisschen Bach runtergegangen. Aber bei uns muss ich sagen, ist eigentlich immer, wir haben immer so einen Studieninfotag gehabt, wo dann, wie der Name schon sagt, ja, klar, da waren die ab und zu. Ja, und da waren die eigentlich immer gut besucht. Und also ich finde, ja, an sich ist es auch. Es kommt immer auf die Region an, wie sich die Bundeswehr wirklich verkauft. In manchen Regionen macht sie es gut, in anderen, naja. Ja, die hat es auch nicht schlecht gemacht. Also der Typ, der das vorgetragen hat, so, muss man ja schon sagen, das war auch alles so. Ja, und dann kann das und das und hat er halt vorgetragen, wie du Karriere genau machen kannst, bla bla. Alles so ganz gut rübergebracht, aber mich interessiert sowieso nicht. Und keine Ahnung. Das war halt einfach nur so ein, das was mir in Erinnerung geblieben ist, weil es einfach so ein blödes Argument war. Aber er musste es halt so erklären. Das war Teil des Skripts. Ich glaube, das hat er sich so, auch nicht. Das war so dieser Joke, um die Stimmung aufzulockern am Ende oder so. Dann steht er da so. Na? Na? fuck. Einfach überspielen.
Ja. Aber ich habe dir eh schon, habe ich dir eh schon mal erzählt, wie, also, ne, wie, dass ich jemanden, eine kenne, die zum Bund will und so. Und, ich dann ja noch so zusammengeschissen wurde und so. Habe ich euch das nicht mal erzählt? Nee. Von wem? Also, als ich jemanden kenne, der zum Bund möchte und dann. Der oder die? Sie möchte zum Bund, aber ich habe mich erstmal mit jemandem unterhalten, der das vielleicht machen wollte. Ach so. Okay. Wir beide unterhalten uns und dann so, ja, und so und so und so und reden halt über die Ausbildung, wie wir uns das vorstellen. Ich meinte halt nur so, ja, keine Ahnung, ich möchte mich einfach nicht verpflichten, weil das einfach auch nicht mein Ding ist und überhaupt und da, keine Ahnung, so und so lang muss man ja mindestens dahin gehen. Ich meine so, ich fände es halt lustig, wenn ich da einfach so für 6 Monate oder 3 Monate hingehen könnte, so ein bisschen Grundausbildung mitnehmen und dann wieder nach Hause gehe, ja. Also ja, okay, nee. So, und dann kommt sie halt an und meint mir so, ja, verkauf mir das so, als wäre das wirklich so wie in klischeehaften Ami-Filmen, dass da wirklich so ein Staff Sergeant steht und dich durchgehend anschreit und du durchgehend jeden Morgen durch den dreckigsten Schlamm mit Blut reingemischt oder so kriechen musst, um deine Grundausbildung zu machen. Oh. Ich so, ja, okay. Oh Gott, das sind so dieser Informationsfluss, der einfach viel zu dick aufgetragen ist und das ist alles Bullshit und die große Sache ist ja, du kannst tatsächlich diese Taktik anwenden und sagen, ich gehe zum Bund, nehme ein bisschen Grundausbildung mit und gehe dann weg, weil du hast ein halbes Jahr, um zu sagen, nö, kein Bock. Wenn du das überschreitest, kannst du nicht sagen, nö, kein Bock, aber wenn du es vorher machst, kannst du es. Dann hast du zwar diese Grundausbildung mitgenommen, aber seriously, warum? Was bringt dir das denn draußen? Ja, damit warum ich einfach so? Für mich... mit Waffen umgehen. So eine Survival-Erfahrung. Ja, ich hasse die. Ey, so blöd es klingt, aber wenn ich es machen würde, ich fände es witzig, damit ich einfach weiß, okay, so funktioniert der Shit genau und ne, einfach so. Alter, du gehst okay. Auf YouTube, da kannst du es dir beibringen lassen. Von Schießgarten. Wahrscheinlich ich besser. Ich hab kein G36 bei mir im Schrank liegen. Ja, dann so. Hol dir eine Imitation oder geh nach Amerika oder sag, nee. Dass wir amerikanische Gesetze wollen. Affenlobby. Ja, aber Arvid nee, hat das schon ja recht. Keine in einem Moment aber so, Republikaner halt sind scheiße wissen, und alle haben Waffen da, ist das kacke. Aber ich würde gerne wissen, wie eine Waffe funktioniert. Ja, es widerspricht sich doch nicht. Ich will sie nicht besitzen, aber trotzdem will ich ja wissen, wie es funktioniert. Ich kann dir das bei Zeiten mal erklären. Falls irgendwann mal irgendwas sein sollte, habe ich dann das Wissen. Weil es eine Zombie-Apokalypse wenn irgendwas ausbricht. Sein sollte, habe ich das Wissen. Wie klingt das denn jetzt schon wieder? Ja, Alter. Man weiß ja nie, in was für Situationen man im Leben mal so kommt. Nein, einfach nein. Du verstrickst so dich hier gerade total am Flughafen Bullshit. Steht und nein, dann sieht er so von der Weite so ein Terroristen irgendwie dann, also so ein Psycho-Superblick und scannt ihn so ab und merkt, scheiße, er hat eine Bombe und zieht dann irgendwie so nebenstehende Polizisten die Waffe raus, macht dann so ein Bullet-Time-Seitwärts-Jump. Jetzt, ihr macht es lächerlich, aber ich erkläre das jetzt nicht weiter, aber vielleicht der eine oder andere, der das Video sehen wird, weiß genau, was ich meine. Was du meinst, aber... Ja, gut, ich meine, seriously, wenn der dritte Weltkrieg ausbricht, ich meine, ich könnte jetzt auch einfach sagen, ich mache einen Waffenschein. Zu wissen, wie so zum Beispiel. So ein G36 funktioniert. Aber. Ja. Aber das ist halt zu teuer. Vielleicht nicht leisten. Das würde sterben. Ach ja. Hm. Die Mordwaffe scheitert dann wieder am Geld. Ein Mist. Oh Mann. Ja, genau. Nein, wenn Psycho nächste Woche ist kein mal Mörder. Zufällig, das will ich ihm nicht unterstellen. Ja, er hat, by the way, gestern gute Arbeit geleistet als Gunner in Halo Reach bei ja, Capture the ja Flag sehen. Auf Vejont. Ich will dazu ja einen Commentary machen, deswegen sehen wir das. Ja. Oh ja. Willst du da jetzt schon schade, wieder, dass sie da nicht falls ich meinen das Blick of View sehen, wie die Mates dann so drauf waren, die bei mir im Warthog rumgefahren ja, die sehen sind. Ja bei mir, wie der Typ und auf schade, dem Mongus sitzt und dann die Flag fallen lässt. Und schade, dass das alles nicht aufgenommen wurde. Oder besser so wahrscheinlich. Damit es nicht an die Öffentlichkeit gerät, wie ich gestern ausgerastet bin wegen dem Scheiß.
Und was für echt dämliche Leute schon, da. Du hast schon Rage Quest. Das war so richtige Rage Quest, Alter. Boah, hab ich mich aufgeregt. Und jetzt, ich rege mich ja selten über das Spiel auf. Okay, gestern habe ich mich mehr über Reach aufgeregt als sonst, weil der Bloom halt so total ungewohnt war mal wieder und so Geschichten. Aber die Familie im Brennpunkt war mal wieder dieser hässliche Kevin, der bei mir in dem Walter Krumm gesessen hat. Hier, der Kevin wabbelt. War das so? Oh, das war die Hölle. Familie, boah. Ich habe auch letztens mit Freude gelesen, dass RTL das schlechteste Jahr seit 25 Jahren hatte. Oh, dann habe ich mir gedacht, endlich. Danke. Ja. Seit 25 Jahren, wie lange gibt es RTL denn? Zu lange. Aber früher war RTL, glaube ich, gar nicht so schlecht. Also wie es jetzt ist. Ja, bevor die ganzen Doku-Soaps da waren, konnte man RTL auch ziemlich gut gucken, obwohl ich schon gar nicht mehr weiß, was im Nachmittagsprogramm damals auf RTL lief. Genau zu sein. Ich glaube, da liefen genauso wie bei Pro7 Sitcoms. Wir können das früher mal alles besser Klischee bedienen und sagen, Fernsehen war früher im Generellen einfach ein wenig niveauvoller. Ja, das sowieso. Back in my day, German also, TV was die good. Die Öffentlich-Rechtlichen sind ja heute auch immer noch gut. Nee. Doch. Nein. Kommt drauf an, wann du guckst, aber es gibt immer noch durchaus gute Formate. Also das Einzige, was ich noch im Fernsehen gucke, ist, N24, 1-2 Dokus. Ja. Die wahrscheinlich aus Amerika kommen, schlecht übersetzt sind, deswegen die dreckigsten. Naja, nicht alle sind schlecht übersetzt. Ich meine, Dokus. Es sind lange nicht alle Dokus gut. Der Welt aber sind. Einige. Was ich da noch gerne gucke, ist auf Eurosport Snooker. Und, was gucke ich noch im Fernsehen? Du bist wie mein Bruder. Mein Bruder guckt immer Dart. So, warum? Es ist völlig uninteressant. Genauso wie Snooker. Es ist völlig uninteressant. Dass ich das überhaupt finanziert. Jetzt weiß ich es. Couldn't hit this with the best strike ball. Spinner power. Can. Fantastic match. Fantastic camaraderie. Dave Lennon. The power rules. Alter, es ist echt cool. Ich meine, die Briten fahren total auf Snooker ab und auf Dart. Und das ist sau chillig.